Ja, liebe Genossinnen und Genossen, Frank-Walter Steinmeier sagte vor wenigen Monaten, die Welt gerät aus den Fugen. Und ich denke, es geht vielen von euch, so wie mir auch heute Morgen. Ich fühle das. Und ich glaube, auch viele der jungen Menschen fühlen das. Es macht sich breit, dass man die Welt als immer komplizierter, schwieriger, unklarer, aber auch als bedrohlicher empfindet. Und die Folgen der Globalisierung scheinen unkalkulierbar. Und der Terror scheint auch näher zu rücken. Und das Fremde wird zunehmend als Bedrohung inszeniert. Und dadurch entsteht ein Gefühl der Verunsicherung, auch der Orientierungslosigkeit in der Gesellschaft. Und dort, genau dort hinein, gehen die Populisten und geben scheinbar einfache Antworten, machen Versprechungen, und sie schaffen in meinen Augen eine Stimmung der Angst, ein Klima des Misstrauens, des Neids und der Abschottung. Und gleichzeitig aber, und das sehen wir auch, sehnen sich immer mehr Menschen nach Nähe, nach Wärme und auch nach einem Miteinander, nach einem Füreinander, nach einem Zusammenleben mit Offenheit und mit Solidarität. Und wir sehen das insbesondere, und wir haben es gesehen in den letzten Jahren, an den unzähligen Ehrenamtlichen, die in unserem Land helfen, ohne irgendetwas dafür zu bekommen. Und angesichts dieser Entwicklungen, dieser beiden Wege, die diese Gesellschaft im Moment nimmt, müssen wir uns, glaube ich, wie wir es zum wiederholten Male in unserer Geschichte tun mussten, die Frage stellen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Und vor allen Dingen, welche Gesellschaft wollen wir mitgestalten? Ist es tatsächlich eine Gesellschaft der Abschottung, des Nationalismus, so wie es die Populisten wollen? Oder eine Gesellschaft der Weltoffenheit, der Toleranz und des Miteinanders und des Aufeinanderzugehens? Und unsere Antwort ist und war immer eindeutig, nur eine offene Gesellschaft kann im Frieden miteinander überleben und nichts anderes. Wir stehen also jetzt an dieser Weggabelung, liebe Genossinnen und Genossen, und das kann eine Riesenchance sein für die SPD. Dafür müssen wir aber ganz klar auch formulieren, für welchen Gesellschaftsentwurf wir stehen. Und wir stehen eben nicht für Nationalismus und Abschottung. Nein, das tun wir nicht, sondern wir stehen für Weltoffenheit, Toleranz und vor allen Dingen für Menschlichkeit. Das ist in unseren Grundwerten enthalten, der Freiheit, der Gerechtigkeit, der Solidarität. Und das müssen wir aber deutlich zeigen und viel, viel lauter, denn die Populisten sind verdammt laut, aber wir müssen lauter werden. Aber vor allem, vor allen Dingen müssen wir unseren Weg dorthin politisch ebnen. Und wir müssen der Sehnsucht nach einem Miteinander, einem Füreinander auch ein Gesicht geben. Und damit wir eben auch die Menschen, die im Moment in die andere Richtung, in die Richtung der Populisten gucken, damit die auch wieder zurücksehen und uns zusehen und sagen, vielleicht ist das doch der richtige Weg. Und was bedeutet dieser Weg? Was bedeutet eigentlich sozialer Zusammenhalt? Und da gibt es ganz einfache Formulierungen, die wir auch in unserem Leitantrag verwendet haben. Die Frage ist doch, kannst du dir dein Dach über dem Kopf noch leisten? Wurscht, wo du wohnst in Bayern, kannst du das noch bezahlen? Oder was ist mit deiner Zeit? Kannst du über deine Zeit überhaupt noch selbst bestimmen? Denn die Geschwindigkeit unseres Lebens nimmt immer mehr zu. Die Kommunikation ist nicht mehr zeitlich gebunden. Du bist überall erreichbar. Die Arbeit, lieber Jürgen Wechsler, lieber Matthias Jener, die Arbeit ist entlokalisiert. Sie ist nicht mehr an einen Ort gebunden. Und die Digitalisierung wird unsere Lebenswelt verändern in einem Maße, wie wir es vielleicht noch gar nicht erfassen können. Das kann eine Chance bieten, wenn wir es richtig machen. Und da sind wir ja auch viel in Diskussion, lieber Jürgen. Und es geht eben darum, was passiert mit dem Menschen in dieser Zeit? Geht der Mensch verloren? Geht er verloren in seiner Familie? Geht er verloren in seiner Arbeit? Oder kann er sich noch entfalten? Kann er sich noch sicher fühlen? Und ich behaupte, dass die Punkte wie Familienarbeitszeit, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, gleichverteilte Elternzeit zwischen Mann und Frau, kostenfreie Bildung, mehr Mitbestimmung im Job, das ist alles kein Hexenwerk, sondern das ist eine Politik, so wie wir sie verstehen und so wie wir sie heute auch formulieren werden. Nochmal gemeinsam.
Und ein Journalist, und das war ganz spannend, der fragte mich vor wenigen Tagen, als er den Leitantrag las, sagte: Frau Kohnen, alles, was da drin steht, das kann doch jeder unterschreiben. Und dann habe ich zurückgefragt: Sind Sie sich sicher? Sind Sie sich sicher, dass die JU zum Beispiel eine Ehe für alle unterschreibt? Ich glaube nicht. Und dann wird, glaube ich, genau an dieser Frage deutlich, dass sich die Gesellschaftsentwürfe der Konservativen und von uns unterscheiden. Und eines müssen wir aber auch noch deutlich machen, liebe Genossinnen und Genossen, insbesondere mit dem Blick auf die vielen Menschen, die zu uns in unser Land kommen, um hier Schutz und auch eine Lebensperspektive zu finden. Es gibt, wie im ganz normalen Leben, auch in der Politik, nicht die eine große Antwort auf große Herausforderungen. Es gibt immer nur viele kleine Schritte. Und wir werden auch deutlich machen müssen, und das bedeutet auch eine Änderung des politischen Stils. Wir müssen deutlich machen, dass wir Fehler machen werden in diesen vielen kleinen Schritten. Na klar werden wir die machen. Aber diese Fehler müssen uns im Denken und Lösen der großen Aufgaben immer wieder helfen. Und die Integration ist eine der ganz, ganz großen Aufgaben. Und es gibt in unserem Leitantrag 3 Sätze, die ich den Konservativen auf den Weg mitgeben möchte. Wenn Sie sich mit der Begrifflichkeit einer sogenannten Leitkultur ins Abseits stellen. In unserem Leitantrag steht: Es ist nicht wichtig, wo du herkommst, sondern wie du dich einbringst und was du aus dir machst. Das gilt für alle. Leben ist nicht nur Schicksal, es lässt sich viel draus machen. Und ich sage euch eins, das galt auch für uns Deutsche nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben diese Chance damals bekommen. Und wir müssen diese Chance auch anderen Menschen geben. Und es gibt ein Zitat, was mich auch mit Blick auf die folgenden Generationen und auch auf die Generation meiner Eltern immer wieder bewegt. Willy Brandt sagte 1992 auf einem Kongress der Sozialistischen Internationale den Satz, den viele von euch kennen: Nichts kommt von selbst und nur wenig ist von Dauer. Darum besinnt euch auf eure Kraft und darauf, dass jede Zeit eigene Antworten will und man auf ihrer Höhe zu sein hat, wenn Gutes bewirkt werden soll. Wir müssen uns nämlich eines klar machen: Die Welt ist in Bewegung. Ja, das stimmt. Und sie wird sich auch nicht zurückdrehen. Aber wir müssen unsere Antwort geben auf diese Herausforderungen der Zeit. Und wir müssen unsere Erzählung des sozialen Zusammenhaltes so formulieren, dass sie jeder verstehen kann. Und das haben wir in diesem Leitantrag auch getan. Es ist ein Leitantrag des Miteinanders und Füreinanders, der heute gilt, der morgen gilt, 2017, 2018. Aber die Erzählung muss sich auch fortsetzen bis 2020 und 2030. Die Menschen müssen fühlen können, wenn sie mit der Sozialdemokratie gehen, wo sie hingehen. Und das ist etwas, was vielleicht manches Mal in der Vergangenheit bei uns verloren gegangen ist. Wir müssen unsere Erzählung, und sie darf auch visionär sein, und sie muss visionär sein, wir müssen diese Erzählung in Angriff nehmen. Und dieser Leitantrag heute fasst kurz zusammen, was wir in den Arbeitsparteitagen der letzten Jahre tiefgreifend formuliert haben zu den einzelnen Themen, zu diesen 4 Themen: Wohnen, Familie, Arbeit und Integration. Das fasst dieser Leitantrag zusammen. Die Parteitage sind ganz tief in den Themen gegangen. Die Leitanträge von damals gelten. Was wir heute mit diesem Leitantrag machen, ist ein Aufschlag zu einem Arbeitsprozess, zu einer sozialdemokratischen Erzählung der nächsten Jahre und Jahrzehnte. Wir wollen miteinander das erarbeiten in den 4 Bereichen. Und wir wollen vor allen Dingen mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus den Gewerkschaften, Matthias und Jürgen und vielen, vielen anderen, mit unseren Kommunalpolitikern, mit unseren Mitgliedern, mit euch allen, wir alle gemeinsam, auch vor allen Dingen, lieber Thomas Bayer, auch mit der Arbeiterwohlfahrt, ein manches Mal, auch da, lieber Thomas, müssen wir auch wieder enger zusammenrücken, wir zu euch. Und er nickt, und ich bin verdammt froh, dass du da bist. Wir müssen es schaffen, eine sozialdemokratische Erzählung für die Zukunft machen, die die Menschen spüren können. Denn wer in eine Wahlkabine geht, kennt nicht das Wahlprogramm auswendig, aber er muss sich sicher fühlen.
Er muss sich geborgen fühlen und er muss sich sicher sein, dass er sich entfalten kann in dieser Gesellschaft. Und das ist doch unsere Stärke, dass wir diese Sicherheit geben können. Ich glaube, niemand anders kann es so wie wir. Dankeschön.